Und wir kommen wieder zu dem frechen, frischen Jungen. Wenn wir von ihm sprechen, da ist er. Ja. Frisch aus der Muckibude raus. Ja, natürlich, kommt natürlich dazu, wenn man im I3-Bereich trainiert, hohe Prozente, wenig Prozente, viel Umfang geht, dann wächst natürlich auch der Oberschenkel, aber die Motorik, die Koordination bleibt da auf der Strecke. Also man mag das schwer einzuordnen, weil es ist nicht die Vorbereitung für den Winter, jeder hat andere Trainingsphasen und somit geht es eben auf und ab. Und Das ist das Schöne an einem Sommer-Grand Prix. Mhm. Und wieder eine Überraschung. Ja, hier hat er wirklich alles geholt. Ja. Auch gut wieder. Hier zu Hause in seinem Trainingszentrum, Heimtrainingszentrum. Ja, da streckt er mal ganz frech die Nase in den Wind vorne. Also, sieht doch ganz gut aus. Und jetzt passen Sie mal auf, was jetzt gleich los ist. Jetzt wird's spannend. Jetzt geht's langsam ums Podest. Da darf man sich heutzutage gar nichts mehr leisten, aber ein bisschen unrhythmisch. Den muss man sich jetzt schon langsam mal aufschreiben. Also es gab ja schon viele, die im Sommer mal eine sehr, sehr gute Saison gesprungen haben und dann im Winter wieder abgetaucht sind. Aber so langsam sollte man ihn sich mal mit auf die Liste schreiben. Normal so 40 bis 50 einzuordnen im Weltcup. Versucht aber viel über FIS Cup, über Continental Cup eben diese Sicherheit sich zu erarbeiten. Zeigt, wo es lang geht. Natürlich ist er in toller Form. Und das ist natürlich für die Jury jetzt ein Anhaltspunkt. Das macht Laune. Ganz wichtig, Absprungübergang, das Timing da zu finden. Wenn er da die Länge hat, dann ist er immer ganz weit von dabei. Aber das muss eben, braucht Stabilität hier. Wackelt noch ein bisschen, Schwerpunkt zur Kante hin. Und da oben, da schafft es diesmal nicht durchzukommen, die Länge vom Sprung mitzunehmen. Langt es heute nicht, also das wird kein Spitzenplatz werden, weil es eben so eng zugeht. Hat auch im Vorfeld noch gesagt, das passt, das stabilisiert sich. Jetzt mach's aber auch. Auch mal freuen, wenn einfach mal was richtig gut klappt, wenn dann mal was dabei ist, wo man auch drauf mental aufbauen kann. Es geht zur Sache, wir sind schrittweise bereit für den zweiten Durchgang. Also der Junge, der kann schon mal. Ja, kommt er doch nicht ganz hin, also na, oben war eine Ecke drin. Ja, er kämpft um jeden Meter, aber wenn es oben schon hapert, dann ist unten nicht mehr allzu viel drin. Man versucht da wirklich so viel Fläche wie möglich eben zu machen, weil die Anzüge ja immer enger geworden sind. Ist weniger Fläche vorhanden, also versucht man dann die Arme ein bisschen wegzustrecken, um da noch wenigstens ein paar Quadratzentimeter mehr Fläche zu haben, ein bisschen mehr Feeling zu haben in der Luft. Ja, das ist so eine Sache, die musst du mir jetzt mal erläutern. Da wird wirklich um jedes Quäntchen am Anzug gearbeitet, um Aerodynamik hinzukriegen. Und dann bindet er sich noch nicht mal die Haare zusammen. Ja. Und hier zeigt er eben, dass er nach wie vor zur absoluten Weltelite gehört. Mach's besser wie im ersten, finde die Konstanz, die du suchst und alles ist schon wieder einen Schritt weiter. Überhaupt ein Auf und Ab bei ihm in der letzten Zeit. Also es wird gewachsen, der Unterschied zum Winter ist also, dass das Wachs, was auf die Ski draufkommt, drauf bleibt. Kante ganz gut getroffen. Und im Sommer ist die Wachserei ja sowieso nicht ganz so wichtig wie im Winter. Und weil das Wachs durch die Keramikspur einfach drauf bleibt, nicht so abgeschliffen ist. Also es wird alles zugeschmiert, weil die Keramikspur hat so Noppen drunter, es fließt Wasser drin, da kommt Luft runter. Und im Winter wird eben das Wachs, was eingebügelt wird, was in den Belag reingehen soll, wieder abgezogen. Aber man sieht eben auch, dass er das Anspruchsniveau sofort wächst. Das ist zwar sein Stil so, bis dass er oben den Ski bisschen viel hat, aber ganz so viel darf es eben nicht sein. Oben jetzt die Verbindung besser geschafft als im ersten Durchgang, aber unten ist es nicht unbedingt mehr in Weite rausgekommen. Schade. Ja, auch besser. Jetzt
wird's langsam ernst. Ja, das sieht man im Radius rein. Muss man auch die Anfahrtsposition halten, den Schwerpunkt halten. Nicht zu weit nach vorne gehen, aber auch nicht zu weit nach hinten. Also es ist ganz, ganz schwierig bei 93 Stundenkilometern da auch die richtige Sitzposition zu finden. Und wenn dann was dazwischen kommt, geht es eben nicht mehr ganz weit. Schafft es jetzt besser, Absprungübergang zu gestalten? Und hoch ist er auf jeden Fall. Schöner Sprung. Der war doch gut. Also ein ordentlicher Wettkampf von ihm. In Telemark, da werden die Kampfrichter ganz genau hinschauen, müsste es Abzüge geben. Also ja, 18,5. Wir können also sagen, es war ein interessantes Springen. Wir hatten zwei, drei Überraschungen in beiden Durchgängen drin, die das Ganze sehr kurzweilig gemacht haben. Und wir freuen uns jetzt, dass der Zug weiterfährt. Das war es erstmal von meiner Seite. Tschüss, sagt der Guido Häuber. Und ja, und der Gerd Siegmund. Tschüss.